Jo Freunde, was geht ab? Packers aber wieder am Start. Heute mit einem neuen, freshen Video. Ja Leute, heute wird es eine Real-Life-Story, was mir in der Silvesternacht passiert ist. Und ich würde sagen, ich fange direkt mal an. Leute, erstmal frohes neues Jahr an alle Menschen, die mir hier zuschauen. Also es war auf jeden Fall so, ich war bei Freunden und wir haben halt ja gefeiert, viel gegessen. Und Silvester war echt schön. Und dann ist halt was passiert, was nicht so toll war. Fangen mal an zu erzählen. Und zwar, der Kollege Ron, den kennt ihr auch von dem Polen-Vlog zum Beispiel. Und von der Tischtennis-Challenge, den kennt ihr auf jeden Fall. Checkt das jetzt auf jeden Fall ab. Ja, auf jeden Fall war ich mit ihm am Böllern und sowas. Und meine Kollegen auch, also seine Kollegen. Es war auf jeden Fall richtig laut, weil wir hatten auch Schreckschuss dabei und sowas. Ne? Die Gangster das halt machen. Auf jeden Fall richtig geil so. Und da hatte Ron, mein Kollege, so eine Batterie gezündet. Und das ist halt so ein viereckiges Teil für die Leute, die das nicht wissen. Ich erkläre das mal kurz. Viereckiges Teil und das zündet man halt an und dann steigt halt Feuerwerk so nach oben und bla, ne? Er hat das auf den Boden gelegt und irgendwie ist es dann weggekippt so dass es dann auf uns kommt. So, und dann auf einmal war da so ein Feuerteil, Feuerwerk so. Das ist halt mir voll gegen die Brust gekommen so. Und Leute, ihr müsst euch vorstellen, das war für mich echt extrem. Also, ich hab nicht geweint oder so, aber das tat schon derbe weh, so sage ich mal. Meine Jacke ist kaputt gegangen. Die werde ich auch nochmal jetzt einblenden. Die Jacke ist auf jeden Fall hier so an der Brust so ein bisschen kaputt gegangen, sage ich mal, also angezündet. Ja, mein Kollege, also Ron, der kauft mir auf jeden Fall eine neue. Das tat echt weh, weil ihr müsst euch vorstellen, wie als wenn ihr so eine Faust bekommen würdet. So doll tat das weh. War halt irgendwie derbe lustig. Also Ron hat die ganze Zeit gelacht und so. Aber ich muss sagen, das tat schon so ein bisschen weh, ne? Und dann dachte ich so, oh mein Gott, die letzte Stunde hat geschlagen für mich. Ja, Leute, wenn ihr irgendwie bei Böllern geht, dann passt bitte auf, weil, wie gesagt, ich hatte jetzt Glück einfach, nur meine Jacke kaputt gegangen ist und nicht irgendwie meine Brust oder sonst was. Ich wollte einfach nur mal sagen, so passt lieber auf, was ihr macht oder mit was für ein Böller ihr böllert. Also Polenböller würde ich euch nicht raten. Die sind erstens extrem gefährlich und zweitens weiß man halt nie, was so richtig drin ist. Okay, bei den anderen Feuerwerkdingern Böller auch zwar nicht, ne? Steht ja auch nirgendwo drauf, aber trotzdem, die sind gefährlich. Leute, also passt auf, ne? Mit diesem Scheiß. Leute, jetzt seid ihr dran. Schreibt mir mal jetzt alle unter diesem Video, was ihr sehen möchtet. Weil mein Kanal, der ist irgendwie richtig tot. Okay, ich lade nicht so viele Videos hoch zurzeit, weil ich echt nur noch am Arbeiten bin. Ist klar, ne? Man muss ja auch arbeiten und Geld verdienen und sowas. Aber ich will trotzdem, dass mein Kanal irgendwie am Leben bleibt. So. Wir haben jetzt 1644 Abonnenten geschafft und ich bedanke mich dafür schon mal. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, da heiße ich so. Und auf Snapchat, das blende ich dann hier ein. Und ja, folgt mir da auf die Bitte, abonniert meinen Kanal. Ja, Freunde, ich würde sagen, das ist ein kurzes, knackiges Video geworden. Was habe ich denn noch zu erzählen? Eigentlich nicht viel. Mir geht's gut. Ich hoffe, euch geht's natürlich gut. Und ihr seid gut reingerutscht, das hoffe ich für euch so. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, bei 60 Daumen nach oben, wenn wir das schaffen, Leute, das ist schon richtig krass. Das ist ein bisschen hochgegriffen, ich weiß, aber manche Videos, da habe ich auch gesagt, 50 Daumen nach oben und dann hatte ich auf einmal 80 Daumen nach oben. Also Leute, seid aktiv auf dem Kanal. Ich bin da, ich bin nicht weg. Ich bin nicht inaktiv, aber zurzeit schon leider, weil ich ein bisschen viel arbeiten muss. Aber trotzdem, Leute, seid aktiv und abonniert meinen Kanal, sehr wichtig. Folgt mir auf Snapchat, folgt mir auf Instagram. Und ich würde sagen, skis, 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 skis. Haut rein und peace.